Seit Freitag ist Persona 5 Royal endlich auch im Xbox Game Pass und auf der Switch verfügbar. Und ja, es wird eine Version mit allen bisher veröffentlichten DLCs geben. Die Wünsche vieler Fans sind mit diesem Release in Erfüllung gegangen, denn der Wunsch nach einer Switch-Version war in sozialen Medien ein richtiges Meme. Nun erschien Persona 5 Royal nicht nur auf der Switch, sondern auch im Xbox Game Pass und auf allen Next-Gen-Konsolen. Außerdem wurde die Kompatibilität mit dem Steam Deck ebenfalls bestätigt. Wer nicht so ganz weiß, worauf man sich bei Persona 5 Royal einlässt, es geht im Prinzip um eine Gruppe von SchülerInnen, die bei Nacht zu Phantomdieben werden. In Dungeons, die oft mit Rätseln versehen sind und rundenbasierten JRPG-Kämpfen, müssen sie die Ketten der modernen Gesellschaft sprengen, indem sie in die Psyche von korrupten Tätern eindringen und diese zum Umdenken bewegen. Im Spiel, das mit einer Hauptstory von durchschnittlich 104 Spielstunden glänzt, sind außerdem 40 DLCs mit Zusatzinhalten erschienen. Diese könnt ihr in der Launch Edition gleich miterwerben. Atlus plant außerdem den Release von Persona 3 Portable und Persona 4 Golden am 19. Januar 2023 im Game Pass, für Xbox One Series X und für den PC. Und um es noch einmal zusammenzufassen, Persona 5 Royal ist nun für Xbox Game Pass und auf Xbox Series X und S, Xbox One, Steam, PlayStation 5 und Switch erhältlich.